Ekelhaft, die Socken hat er schon seit einer Woche an. Juhu! Guten Morgen, Halim. Ich hab dir Frühstück mitgebracht. Erstmal das hier. Magst du, ne? Ja. Vegetarisch auch, weil ich weiß ja, du bist auch vegetarisch umgestiegen. Warum so viele, Heike? Hä? Warum so viele? Oder tagsüber. Hier, weil ich weiß, da musst du nicht extra rausgehen, damit du für die nächsten Tage, wenn ich wegfahre, ich weiß, dass sich keiner um dich sorgt. Und hier, Bruder, weil ich weiß, wegen Kacken und so, du magst Lavendelduft nach dem Scheißen. Ey Leute, wisst ihr, was mich übertrieben abfuckt? Wir sind ja gerade hier in Den Haag und hier sind so Kanaken und Leute, die haben so ihr Den Haag-Outfit an. Oder nicht, Bruder? So, du siehst, ich habe gerade einfach einen gesehen mit Etikett hinten noch dran. Bruder, die gehen, guck mal, weißt du, wie die machen? Mittwochabend sagen die zu ihrer Mutter, bügel mal bitte diese Sachen für mich. Bestellen sich Zanotti-Schuhe und so, dann ziehen die hier einmal an, gehen und wenn die keine Frauen abkriegen, schicken die wieder zurück. Guck mal, genau diese Kanaken meine ich mit Den Haag-Outfit. Du siehst, sein Hemd ist frisch gebügelt. Mann mit rosa Oberteil und Brüste. Noch so schön gemachte Haare, Bruder. Mach extra noch beim Friseur. Gemacht, ich schwöre es dir. Wir Kanaken, Bruder, der hat Lavu-Radar gesehen. 200 Meter, der geht jetzt in die Richtung. Wirklich ist es schon noch. Krieg ich vielleicht noch einen Bonus, ja. Ich will noch nicht losgehen, Herr. Am Ende liegst du solo. Ja, sie snitchen für die Promo. Ist die Chicks sind oben ohne. Weißt du, wer mich abfuckt? Der Linke von denen, weil sein Latissimus so schön aussieht, so schön geformt. Was ist ein Latissimus? Sein Rückenmuskel. Ja, aber würdest du mit dem jetzt, ehrlich, würdest du mit dem Sex haben? Guck mal, sein Gang, Bruder. Geht geiler als seine Freundin. Ich glaube, da ist auch schwul, Digga. Einfach Pferde und dick. Und ich sag, was hast du vor, Heike? Ich finde eine Süßigkeit. Bruder, du denkst nach, als wäre das eine Matheformel, walla. Ich fühle mich einfach nicht rein. Ich glaube schon, was mit Hasen ist. Nee, ich würde das hier nehmen, das wäre nicht geil. Nee, das ist, guck, siehst du? Jetzt ist das kaputt. Gibt's gar nicht bei uns, ne? Was ist das? M&M. Ach so, nee, das, die haben nur eine Farbe. Einfach die schwarze Version wegen George Floyd. M&M solidarisiert sich mit George Floyd. Spaß, die Himmel. Ich muss Wasser trinken. Wir brauchen Wasser. Aber es ist einige Hand da, damit dein Bizeps gesund wächst. Was ist denn Spaß, die kommt kann rollen, aber ich kann ihn fragen. Behinderter Junge, Alter. Behinderter Junge. Nicht böse, heißt das leicht? Licht, ja, ja, leicht. Ich bin keine Brause. Du magst, wenn sie hart spritzt, ne? Nee, ich mag gar nicht. Stilles Wasser, still, wie die Frau. Nur das Wasser musst du nicht vorher erwürgen. Das trinkt immer Ding. Memo, Aloe Vera. Ich verstehe nicht, warum du das trinkst. Anstatt sich damit einzukriegen, trinkt er das einfach. Hier ist Abdel. Was glaubst du, was der am liebsten von den Biersorten kennt? Heineken. Guck mal, falls er das sieht Marokkaner oder irgendjemand, dem das schickt, ich würde mir echt wünschen, dass der auch wirklich sagt, was er davon trinken würde. Ich sag dir ganz ehrlich, 100% Desperados. Meinst du? 100% alle Marokkaner lieben Desperados. Außer an Ramadan, da lieben die gar nichts. Sag echt, der mag Heineken. Ich hab mit ABK eine Wette. Abdel, was trinkst du eher, Desperados oder Heineken? Oder kommentieren? Nein, ich schreib den bei Insta. Wer kennt von euch noch Flohmarktgel? Danach deine Haare, die waren einfach weiß, Bruder, als hätte dir jemand reingejist. Wir haben das mal mit nach Tunesien genommen, ne? Und danach haben die sich immer gestritten, wer das behalten darf von denen. Der Heike hat dieses richtig schäbige Styler-Heike geholt, das man auf dem Flohmarkt für 20 Cent bekommen hat damals. Guck mal, Haare vorher. Just be open. Das ist zu viel, Heike. Jetzt weiß ich, warum immer eine Frau glücklich ist, wenn ihre Hand voll ist. Du hast einfach ganz top auf mich getan. Trau mir. Die Haare kaputt, guck doch mal. Nein. Vertrau mir. Bruder, was machst du da? Das ist meine Kopfhaut. Ich merke, dass das kalt ist auf meiner Kopfhaut, Junge. Das Kühlpack. Du hast das ganze Haar kaputt gemacht. Nein! Ey, mach doch mal, du machst die Welle kaputt. Nein. Ich schwöre. Warte doch! Ich bin doch gerade am Anfang. Da, ich steh schon die Fallen raus, deine Hand sind voll mit meinen Haaren. Kaputt, Starfing. Ja, guck. Was laberst du, Junge? Das ist doch ganz normal. Ey, die Sache ist, früher kam welche wirklich so zur Schule. Du dachtest du das? Da meinte der Lehrer, Ahmed hat's draußen geregnet. Nein, es geht. Guck, was er mit mir gemacht hat. Oh. Was laberst du, Junge? Sieht gerade aus wie Medusa, Bruder. Ey, du siehst aus wie E-Commerce auf Wish. Nein. Wie willst du noch die reden? Seiten, wegen. Ich hab doch gar keine Haare an den Seiten, Bruder. Du hast keine Ahnung, man macht doch Bart ab. Ey, du bist so ein Wichser. Nein, komm mir doch, guck mal gleich, wie der Bart aussehen wird. Als hättest du, Junge, als hättest du dir ein Schwert in die Hand gewichst, Alter.
Meine Augenbrauen jetzt auch noch, komm bitte. Was, guck schon mal. Junge, ich hab 20 Kilo. Ich schwöre es dir, du hast Augenbrauen wie Baha gerade. Mann, das ist geil. Boah, Jungs, klebt mein ganzes Gesicht, Alter. Ja, du kennst das doch nicht anders aus der Schule. Ja, hat sich gelohnt wenigstens. Ja, kaputt gemacht, die Locke. Nein, Junge, die ist heftig. Guck doch mal. So. So. Das sieht heftig aus. Die werden sich hier denken, Bruder, Rotterdam Süd gehört dir. Guck mal, ich sehe das ja nicht so gut wegen dem Display, weil es so klein ist. Wegen des Displays. Ja. Dativ. Aber egal, nicht schlimm. Kein Ding, einfach schon seit geil. Guck schon, guck schon. Ich schwöre, mit dir will ich keinen Stress haben um die Uhrzeit. Bruder, zeig mal dein Schwert. Zeig mal. Bruder, einfach Schwert noch vor mir. Wenn ihr auch mal die Haare gestylt bekommen wollt, dann schreibt mir auf Instagram. Erstmal mein Gesicht abzuwaschen, Bruder. Ich spüre meinen Hals gar nicht mehr. Hier, Hand hoch. Ich wollte schon immer so was machen. Du musst doch mal deinen Fuß hochheben. Ich merke das schon mal, du hast geknackt. Wovon hat dein Fuß geknackt? Weil ich ihn so angewickelt habe. Ich war nicht mehr schwuchte, wie du die Ballett getanzt hast. Ich muss mich belohnen dafür, dass ich mich gerade angestrengt habe. Ist das, was ich mir vorstelle? Du kochst so, stell dich mal so hin. Du kochst so. Dann komme ich so von hinten. Oh, mein Schatz. Ja, mi Boon. Schreibt mir Kommentare, welchem Arm hat Eike das Tattoo, hat sich ein Schwert tätowieren lassen? Der schlägt sich auch in letzter Zeit voll oft. Nur einmal im Jahr, übertreib nicht. Mhm. Aber wenn du willst, machst du so komisch, hab ich gesehen, du tanzt und so. Ja, jetzt bin ich so viel geworden, oder was? Was machst du da? Ich an ihr Arschloch, wie Katzen das immer so machen.